Hallo, es ist Opa. Ich bin im Fernsehland von Disneypark in Disneyland Paris. Ich möchte heute Mittag mal in die Toadroll gehen zum Mittagessen. Ja, ich nehme euch natürlich mit rein und zeige euch auch, was es gibt. Große Auswahl ist ja nicht. Da gibt es halt immer diese Fischfilets. Britisches Essen. So, also seid gespannt. Ihr habt es gesehen, also es gibt hier Fisch und Chips halt. War klar, was anderes gibt es nicht. Auch einmal als vegane Version. Das sind immer zwei Fische, zweimal Fisch drauf und einmal die Pommes. Ich habe jetzt nur eine Version genommen, die kleine Version für 8 Euro mit einem Fisch. Ich zeige es euch mal. Einmal Fisch und einmal Chips. Mit Tartarsoße. Man kann auf jeden Fall Ketchup nehmen. Das Getränk hat mich jetzt 4 Euro extra gekostet, also habe ich jetzt 12 Euro bezahlt. Beziehungsweise 10,20 Euro durch den Jahreskartenrabatt. Und jetzt wird lecker britisch gegessen, hier in der Toadroll. Jo, also mir hat es sehr gut geschmeckt hier. Habe ja schon öfter gegessen, ich kenne das Essen hier. Einer reicht mir auch, also eine von diesen Fischstücken, von diesen Fish and Chips. Da ist eine Portion, eine kleine Portion für mich ausreichend. Jo, ansonsten nimmt halt die zwei. Aber, ich wie gesagt, also für 8 Euro, ja, ist okay. Kann man wirklich essen. Ich würde auch den Tartar bevorzugen und nicht den Ketchup. Aber es ist halt meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, ihr könnt hier gerne hergehen. Heute ist es ja extrem leer. Es ist komplett Mittagszeit. Es ist gerade 12 Uhr, also wirklich Mittagszeit. Total leer. Aber es kann auch anders kommen. Ne? Beispielsweise am Wochenende. Heute ist Montag. An einem Samstag sieht es anders aus. Da müsst ihr schon ein bisschen Wartezeit mitbringen oder euch vielleicht mal draußen platzieren, auch wenn es ein bisschen kälter ist.
So, also das war jetzt das Video hier aus der Turtle in einem Fish and Chips Video von Disney Oper hier aus dem Disneyland Paris. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.